Lara, was machst du jetzt? Ab nach unten wieder. Können wir da durchschwimmen? Komm. Tauch runter. Was? Tauch doch da runter. Hör mal. Lara. Hoffentlich muss man nicht irgendwas machen, um darunter zu tauchen, weil ich wüsste jetzt nicht was. Weil nach unten und oben kann ich eigentlich nicht mit ihr. Nicht, dass ich wüsste. Das ist jetzt mal interessant hier. Der Ausfall ist jetzt auch nicht so groß, ne? Wir haben hier nicht viel, was wir machen können. Da ist auch nichts. Ja, ich würde ja eigentlich sagen, dass wir da runter müssen. Was ist das hier? Ich kann ja auch eben gucken, ob... Ja, dann, ja gut, machen wir. Hier. Da haben wir die Seilrolle. Da hinten haben wir auch noch was rechts. Das ist aber das Buch. Da hat der Kopf gerade einen Aussetzer gehabt. Ja gut. Da ist das Buch. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Wir können doch da einfach rüberschwimmen. Was bringt mir das hier überhaupt? Das lässt das Wasser ab, ne? Ach, ich kann mir... Warte mal, ich glaube... Ach, ich weiß, was man machen soll. Ach, komm, da hätte ich doch... Ja, ja, komm. Lass das nicht so schnell los. Okay, jetzt wird das Wasser abgelassen. Halten, halten, halten. Das war's, ne? Ja, ach. ja, wie gesagt, die Auswahl ist nicht allzu groß gewesen, deswegen war es jetzt auch nicht so schwer. Zack, aber man hätte auch früher drauf kommen können. So, und die jetzt, wofür? Ach, das Wasser geht gerade wieder hoch. Oh, wo tritt denn hier Wasser ein? Hier kommt irgendwo Wasser rein. Er kommt ganz langsam wieder hoch. Aber jetzt können wir das, glaube ich, so machen, dass das jetzt da bleibt. So. Ah, warten wir mal eben. Jetzt bleibt hoffentlich die Luke offen. Die geht wieder zu? Ach, ich muss erstmal kurbeln. Ja, jetzt schnell. Wir müssen schnell machen. Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Kurbeln, kurbeln. So, das Wasser geht wieder ab. Ab nach unten. Yes! Yeah! So muss das. Jetzt könnten wir auch wieder zurück. Aber wir müssen da drunter. Körper! Och Mann, schade. Wir haben das Wasser jetzt nur heruntergesetzt, um da durchzutauchen. Hä? Kann Lara nicht tauchen? Also nicht weiter als 1,5 Meter tief? Das ist sehr seltsam. Ja, ich sag ja, heute, ne, ist der Tag der Seltsamkeit. Seltsamheit? Ja. Da haben wir wieder so ein Teil. Ist das überhaupt jetzt der richtige Raum? Ach, das war gar nicht der Buchhalter. Ha, der Buchhalter. Doch, da hinten ist er. Wir sind jetzt einen Raum weitergerückt. Jetzt müssen wir hier das Wasser sicherlich auch wieder ablassen, ne? Damit wir dann zum Buch kommen. Aber wie machen wir das? So. Da können wir durch. Ja. Aber warum? Einen Moment. Ich glaube, ich habe nie. Ich glaube, ich weiß. Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ich glaube, wir müssen wieder schnell sein. Also, wir betätigen jetzt da hinten diese Mechanik. Lassen das Wasser ablaufen. Und dann rennen wir ganz schnell dahin. Springen nur durch das Loch und müssen irgendwas machen. Deswegen wird es, glaube ich, beim ersten Mal nicht funktionieren, weil ich nämlich nicht weiß, was wir genau da machen sollen. Aber wir können ja erstmal gucken. So, Wasser ablassen. Pum, 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 pum. Oh, ganz schön viel Wasser. Okay, lass mal richtig schön... So, ab jetzt geht nicht mehr weiter. Jetzt... Oh, ich dachte gerade. Komm, hoch, hoch! Lara, lass dir nicht zu viel Zeit, du. Warum rennst du denn nicht? Ich drück doch rennen. So, und jetzt rüber da. Und jetzt weiß ich nicht. Jetzt geht das Wasser wieder hoch. Ja. Ach, da!
Da durch. Nee, oder? Nee, hier können wir so und so durch. Aha. Okay. Sind hier wieder beim Boot. Ich tauch mal unter und schau mal, wo wir vielleicht dann durch können. Boah, diese Leichen, ne? Da ist schon wieder eine halbe Leiche. Hier haben wir wieder einen Eingang. Ich glaube, der führt aber im selben Raum. Der führt tatsächlich wieder in demselben Raum rein. Wieder abtauchen. So. Hier sollen wir halt durch, ne? Und wie kommen wir da denn überhaupt durch? Ich sehe schon, hier sind Pflanzen. Sind das nicht... Ja, das sind... Nee, das sind Fässer, die Explosiven. Ah, ja. Ja, wir müssen das Wasser nach unten bekommen, also abfließen lassen. Damit wir anscheinend die Fässer explodieren lassen können. Aber wozu... Ja, oder wir machen das einfach dann von dort. Wir lassen das Wasser darunter. Ach nee, wofür wäre sonst der Seilpfosten? Stimmt, wie sollen wir den Seilf... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube... Ach, dafür ist das. Ja, alles klar. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Der ein oder andere ist, glaube ich, jetzt gerade auch dahinter gekommen. Wir müssen jetzt zu der Seite, wo ich mich gefragt habe, warum sollte man da mit dem Boot hin? Kommt man ja auch so entlang. Weil wir nämlich jetzt irgendwas machen können. Ja. Okay, ich bin mal... Ich überlege gerade, ob das alles so jetzt auf Anhieb funktioniert. Na, schauen wir mal. Probieren wir aus. Gib Gummi, Lara, gib Gummi. Mach's fein. Das ist aber auch wieder ein super Herausforderungsgrad. So, dann stelle ich mich jetzt... Nee, Quatsch. Wir machen das jetzt runter. Können wir von hier aus... Was machst du denn da? Ranzoomen? Ah, da. Ja, das geht nicht wirklich, ne? Aber das Boot geht ja runter, stimmt. Das Boot geht ja ein Stück weit runter. Ich kann nicht nach hinten gucken, das ist doof. Schade ist das. So, das Boot geht ja jetzt gerade runter. So. Ja, warten, lassen wir komplett runter. Damit wir genug Zeit haben. Jetzt. Halt, ich muss ja auch nach hinten. Es hat auf Anhieb geklappt. Jetzt müssen wir das Teil nur noch... Nee, warte. Nee. Schnell. Lara, komm. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass wir den oberen Weg nehmen. Wir müssen ja noch schnell... Obwohl, ich glaube, müssen wir uns überhaupt beeilen? Wir müssen uns gar nicht beeilen, oder? Doch, das Seil reißt ja sonst. Es hat geklappt. Nur das Seil ist sogar ein bisschen durch das Holz durchgeflutscht. Hat man gerade noch gesehen. Ach, das ist gar kein Holz. Das ist Stein. Da. Das war der letzte. Ja. Wir haben es hinbekommen. Oh, jetzt können wir auch hier drüber laufen. Zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Explosion. Und das hat jetzt das Gitter weggesprengt. Ja. Tatsache. Wir kommen. Unser epischer Lauf. Nach oben. Unser Klettern. Wir müssen noch klettern. Ach, auch das noch. Ja, hier ist nichts mehr. Da hinten sehe ich gerade noch irgendwas. Was ist das? Ach, Pfeile. Na, toll, haben wir voll. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut, dann kletter ich jetzt hoch. Und dann schnappen wir uns unser Preis. What is it? Was ist da drinne? Mal wieder gefühlt dasselbe Buch. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Warum habe ich das Gefühl, dass da jedes Mal dasselbe Buch drin ist? Eiserner Griff, was heißt das? Klettern auf Stein- und Eisenoberflächen ist erheblich schneller. Hm, na lecker. Grab abgeschlossen, Bäder von Kitesh. Na gut, kann ich den Körper? Nee, kann ich nicht. Ah, wir können aber jetzt hier... Ach nee, Körper wäre ja blöd gewesen. Da hätten wir einen heftigen Bauchklatscher hingelegt. Ja, gut. So, wo geht's zurück? Ich glaube, da hinten. Ja. Ist richtig. Renn bitte, Lara.
Oh, hä? Warum bin ich... wo sind wir denn jetzt? Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Wegen der vielen Toten und der Zerstörung der Stadt mussten die Überlebenden ihr altes Leben aufgeben. Ein neues Ziel, Beta von Kitesh. Oh Mann, traurig. Warum ist hier eine Wand? Wer hat die da hingebaut? Wer war das? Von wo sind wir gekommen? Von da oben kann das sein. So. Da müssen wir hin. Ach stimmt, da unten. Ach ja genau, da war noch die Mauer. Wo wir nicht durchkamen. Ja, klar. Wow. Auf einmal sehe ich da unten die Falle. Und Sprung. Yeah. Zack. Ach schade, ich wollte noch so eine stylische Rolle hinlegen. Optionales Herausforderungsgrab, Non-Herausforderungsgrab und eine Krypta. Erledigt. Jetzt schnell hier raus. Flupdidlup, einmal bitte tauchen. Und nochmal Gas geben. Ja, das ist ein weiter Weg. Hättet ihr das geschafft, von dort bis hierhin zu schwimmen mit Luft anhalten? Ich glaube, wenn man den Weg kennt, ja. Doch, wenn man den Weg kennt, dann denke ich mir schon. Dann hätte man das schaffen können. Wenn man den Weg jetzt nicht kennt, ja, dann hätte man... Hätte man ja trotz... Spielfehler? Hilfe, das sieht ziemlich... Was war das denn? Boah, zum Glück bin ich nicht weitergelaufen. Dann hätten wir den Bug des Todes. Und was ist das? Das ist eine Border oder so. Was ist denn jetzt passiert? Das Spiel verbuggt sich ja gerade. Ich sag ja, heute ist alles total... Hä? Hä? Was ist hier los? Hä, das hatten wir ja noch nie. Hä? Wie einfach mal... Jetzt auch? Ich habe jetzt gerade das Gefühl, überall, wo wir hinlaufen, ist das Gebiet nicht vorhanden. Hilfe. Hallo? Ist die Welt draußen vorhanden? Wo sind wir denn jetzt? Ja, die Welt draußen ist vorhanden. Auf einmal gehe ich draußen nach draußen, überall ist einfach nur noch Himmel. Hilfe. Bei Bugs kann man schon mal Schocks bekommen. So, das war seltsam. Was machen wir denn jetzt? Ich habe schon einen Plan, da ist das Dokument. Direkt vor unserer Nase. Haben wir da oben eigentlich alles? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt, sorry. Das ist jetzt doof. Ich habe eigentlich gar nicht so großartig Lust, da jetzt nochmal reinzulatschen. Aus dem Grund, da ich das Gefühl habe, dass hier gleich wieder irgendwas passiert. Das ist die verbuggte Höhle. Oh, wo hab ich mich... Ey, was ist denn hier los, ey? Kann doch nicht sein. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Ja, er isst mich auf. Hör auf, mich aufzuessen. Sag mal, woher kommst du jetzt? Kannst du... Noch einen Schlag, ich bin tot. Noch einen Schlag, ich bin tot. Lass mich doch erstmal wieder aufsteigen. Okay, jetzt stehe ich. Wenn ich jetzt nochmal einen Hieb abbekomme, ist es vorbei. Oh, der ist ja noch hinter mir. Renn doch, Lara, renn doch. Okay, ich lebe immer noch. Anscheinend bin ich unsterblich geworden. So, hier kann er nicht rüber. Woher kommt denn jetzt der Bär? Was ist denn hier los? Den mache ich jetzt fertig. Den mache ich jetzt fertig. Pass mal auf. Wisst ihr, wie stark unsere Schrotflinte ist? Und erst recht unsere Feuerschrotflinte. So. Ich hatte gerade nur die falsche Waffe in den Händen. So, wo bist du? Wo bist du? Ja, bist du ja. Komm mal her. Ja, komm ruhig nah. Desto näher, desto besser. Boah, das juckt den ja kaum. Aber
Im Endeffekt haben wir den doch noch besiegt. Auf einmal steht da ein Bär. Jetzt ist die Frage, wo ist der hergekommen? Der ist aus dem der ist aus den Texturen gewachsen. Die Texturen haben ein Bärenbaby geboren. So, den Hirsch können wir noch looten. Es tut mir gerade sehr leid, dass wir hier nochmal reinlatschen müssen, aber so weit ist es gar nicht weg. Wir müssen ja nur mal eben wieder hier über den Abfluss. Ah, ist das ärgerlich gerade. Dass da jetzt noch Relikte versteckt sind. Ja, pass auf, die schnappen wir uns eben. Das geht flott. Das geht flott. Tauch mal eben nochmal hier durch. Ja. So. Bäder von Kitesh. Ja, wir gehen gleich wieder weg. Wir gehen gleich wieder weg. Mal eben hier durch den Spalt flutschen. So. Dann laufen wir mal eben da rum. Und dann sind wir auch schon da. Zurück können wir ja ganz easy wieder rutschen. Vielleicht passiert es... Boah, Lara. Vielleicht flutschen wir ja gleich nochmal runter. Ich hoffe ja eigentlich nicht. So, haben es überlebt. Jetzt haben wir uns gerade nochmal kurz nach hinten gebackt. Boah, Hilfe, da war die wieder die Falle. Oh, und wir können diesmal hier lang. Abkürzung pur. So, und hier ist es jetzt irgendwo. Okay. Ich gehe doch nochmal oben lang. In welcher Richtung muss ich schauen? In der da? In der Richtung? Vor unserer Nase? Oder unter uns? Da ist ja tatsächlich etwas. Das Relikt. Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Das ist wirklich schön. Die Gesichter sehen etwas ulkig aus, aber schön. Elfenbeingefäß. Haben wir jetzt hier noch ein Relikt? Nee, nur noch das Lager. Okay. Gut, dann können wir wieder gehen. Da war's doch schon. Das war's. Alle hopp. Jetzt Rolle, jetzt kommt die Rolle. Die lange erwartete Rolle. Haben wir geschafft. So, jetzt bitte nicht schon wieder diese... dass ein Stück von der Spielwelt auf einmal fehlt. Mich dann immer sehr komisch. Hier, war das richtig? Ja, war richtig, okay. Puh, ich glaube, Lara hat gleich die Nase voll von dem ganzen Untertauchen. Ich glaube auch nicht, dass Wasser ihr Ding ist. Ne, ich glaube eher Feuer. Ja, wenn, dann Feuer. Wasser ist... Ja, wir haben jetzt schon wieder... Ah, diesmal ging es aber schneller. Ja, hier fehlt einfach mal wieder... Hier fehlen einfach mal wieder die Gegenstände. Komm, wir schauen uns das jetzt mal an. Einen Moment warten. Zack! Auf einmal steht hier wieder alles. Das hatten wir ja noch nie. Das ist total seltsam. Okay. Wir sind wieder draußen. Haben jetzt alles eingesammelt und da hinten laufen wir jetzt zum Dokument einfach geradeaus. Und hopp, haben wir jetzt noch einen Bären erledigt. Hier irgendwo. Ah, das hier sieht gut aus, die Stelle. Hier ist es, glaube ich. Nein? Ich glaube, hier haben wir sogar schon mal irgendwas gemacht. Nee, etwas weiter rechts. Ja, aber hier sieht man, hier war mal ein Dokument in der Nähe. Und hier rechts an dem Berg oder auf dem Berg ist noch ein Dokument. Oh, hä? Hoppala. Wo laufe ich denn gerade lang? Und was ist das hier? Einen Moment. Was ist das? Ach, das ist für uns, damit wir da runterrutschen können. Ah, okay. Oh, was ist das denn? Ein Häschen. Dann ist das hier auf der Seite. Hier ist das Dokument. Ja, hier ist es. Oder Wandgemälde. Nee, ist beides. Dokument und Wandgemälde. Ja, beides. Das Dokument liegt hier. Oder ist auf dem Wandgemälde drauf.
Ist das über uns? Kann es sein, dass das da drauf ist? Ich stelle mich mal davor. Es ist da oben. Es ist da oben drauf. Wir könnten da oben auf dem Felsen und dann da drauf springen. Das könnten wir versuchen. Hier komme ich nicht hoch. Nee, das ist da oben. Ah, dafür ist der Baum. Ja, oder wir machen es so. Alle, hopp. Ja, hier oben versteckt sich ein Dokument. Hab dich gefunden. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Also ich habe oftmals eine zweite Chance, wenn ich sogar eine dritte Chance bekomme. Der hat nämlich nicht gerade viel Bock, so ein Bär hat nicht gerade viel Bock, einen hinterher zu latschen. Ein paar Meter weiter weg und der haut wieder ab. Über Bären. Sie jagen Bären nicht wegen des Fleisches, aber sie müssen gewappnet sein. Ja, wenn die außer Rand und Band sind, ne? Und jeden angreifen, ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ist da hinten irgendwas? Nee. So. Was machen wir beim nächsten Mal? Monolith, genau. Da werde ich uns... Ich glaube, das ist auch das Einzige. Hier haben wir ein Überlebensversteck. Da muss ich jetzt nicht hin. Münzversteck muss ich jetzt auch nicht hin. Herausforderungen. Ja, 5 von 6 gefangenen Kaninchen losgeschnitten. Wo das sechste ist? Gute Frage. Und danach... Herausforderungsgrad. Münzversteck ist egal. Oh, wir sind hier direkt beim aktuellen Einsatz hier. Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal so. Ich teleportiere uns hier zum Basislager, Ruinenlager. Schnappen uns mal ganz kurz das Monolith. Und dann haben wir auch nichts mehr. Dann geht es zum aktuellen Einsatzziel. Und die Missionen gehen weiter. Kryptaschätze, Truden haben wir alle. Gräber abgeschlossen haben wir einmal. Abgeschlossene Mission. Kommt ja jetzt die letzte in der nächsten Folge. In der nächsten Folge kommt die letzte Mission in diesem Gebiet, in dieser Region. Herausforderungen, ja... Das ist wieder ein ganz anderes Gebiet. Herausforderung, damit werden wir uns so nicht beschäftigen. Relikte 11 und 13. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Da hinten sehe ich noch ein Dokument. Okay. Dokumente, ja, 29 von 33. 29! Boah! Eieiei, Wandgemälde haben wir alle. Münzverstecke, Überlebensverstecke. Okay. Gut. Also, beim nächsten Mal Monolith aufsammeln und dann geht's zur Mission. Bis dahin, macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer El-Tobi. Tschüss, bye bye, ciao, ciao, tschüss.